Warum hast du überhaupt gespendet? Um zu helfen. Um zu helfen. Warum willst du helfen? Oder warum wolltest du helfen? Und den Lohn von Allah zu bekommen. Aha. Das heißt, du hattest deine Absicht. Und diese Absicht zählt, die du am Anfang hattest. Verstehst du? Wenn du sie beibehältst, mashallah, noch besser. Wenn du sie aber vergessen hast, sie aber trotzdem am Anfang hattest, dann zählt diese erste Absicht. Wenn wir nicht danach gehen, dann gibt es fast keinen mehr, der irgendeine Absicht hat. Und wenn ich die danach habe, also wenn ich sage, oh, ich habe vergessen die Absicht. Nein, 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 nein. Guck mal. Du gehst hin und gibst einem Armen Geld. Sagst hier, bitteschön. Zum Beispiel, ja? Okay. Dann kommst du und sagst, ah, ich habe vergessen, meine Absicht dafür zu machen. Wie? Du hast doch den Armen Geld gegeben. Warum hast du den Armen Geld gegeben? Damit ich ihm helfe. Warum wolltest du ihm helfen? Damit ich Lohn bekomme von Allah. Ach, hast du hast deine Absicht gehabt. Verstehst du? Genauso wie bei Modo, Russe zum Beispiel. Jemand zum Beispiel duscht einfach für den Russel. Ist das legitim? Einfach duschen mit der Absicht, sich zu reinigen, ist das legitim? Das ist legitim, das ist Al-Russl. Also, dass man den gesamten Körper mit Wasser in Berührung bringt und dabei die Absicht hat, sich zu reinigen. Das ist Russl. In einfacher Form. So, jetzt gibt es manche, die kommen mit der Absicht ins Bad, sich für die Tahara zu reinigen. Dann duscht er, duscht er, duscht er und dann, ah, oh, Subhan, ich habe vergessen, die Niyya zu machen. Ja, warte mal, warum bist du überhaupt in die Dusche hineingegangen? Weil du dich reinigen wolltest. Also das heißt, diese Absicht zählt. Damit keine Waswasa entstehen und damit keine Taten verloren gehen, geht man immer von der ersten Absicht aus. Wallahu alam. Ja. الأصحاب كن متأدبا يا